Und da wären wir auch schon bei der inzwischen vierten Folge von Let's Play Super Ghouls and Ghosts. Ja, voll unheimlich, ich weiß. Wir sind in der letzten Stage angelangt. Juhu! Meine Geschwindigkeit ist wesentlich höher als beim Vorgänger Ghost Goblins, das kann man schon mal sagen, glaube ich. Jetzt müssen wir uns daran aufmachen, den Turm des Terrors zu erklimmen. In der Hoffnung, dass ich meine Upgrades nicht verlieren werde, das war mal wieder haarscharf. Aber ich bin anscheinend in diesem Let's Play bekannt dafür, für viele haarscharfe Momente. Ja, die kleinen blauen Dämonen tauchen überall auf. Dann vor denen muss man sich echt in Acht nehmen. Vor allem, wenn sie sich dann noch in der Wand verstecken, wo man sie nicht treffen kann. Aber ich glaube, das waren jetzt erstmal alle. Ansonsten haben wir es hier hauptsächlich mit diesen Vögelköpfen zu tun, die allerdings auch kein so großes Problem sind. Und sieh an, der rote Arima ist wieder da, aber aufgrund meiner aufgepimpten Waffe ist er natürlich kein Problem. Ist er weg? Jetzt ist er weg. Ich habe ihn explodieren gehört. Wow, gleich zwei Schatztruhen. Meine Güte, was soll ich mit so viel Zeug anfangen? Oh, ein Magier, verdammt. Was soll ich mit einem Magier anfangen? Gar nichts. Und mit der Axt kann ich auch nichts anfangen. Aber ich demonstriere mal wieder meine Magie und zeige, hier ist eine weitere versteckte Schatztruhe. Dessen Inhalt wir natürlich auch nicht... Oh, Moment. Ein Schild. Doch, den können wir gebrauchen. Der kann nämlich so manche Geschosse abwehren. Aber nur manche. Und ich hasse diesen Raum, weil man nie genau weiß, wie die beiden dämlichen Vogelköpfe jetzt ihre Energiekugeln spucken. Das war's mit meiner wunderschönen Goldrüstung. Es hat Spaß gemacht. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Aber wahrscheinlich nicht. Das ist ja schließlich die letzte Stage. Und ich würde mal nicht vermuten, dass wir jetzt noch eine Bronze- oder geschweige denn eine Goldrüstung finden werden. Ich weiß aber, dass hier hinten noch eine versteckte Schatztruhe ist. Und damit meine ich jetzt nicht die da oben. Das ist nämlich wieder ein gottverdammter Mimik. Oh nein, kein Magier! Der ist jetzt echt extrem schlecht platziert hier. Oh, verdammt, ich finde keinen passenden Moment, die Stufen zu erklimmen. Und ein gewagter Sprung! Und wir haben es geschafft! Und nochmal... Oh, gleich drei Geister verfolgen mich und sie lösen sich gerade mal eben alle in Luft auf. Sehr gut. Und wir haben das Ziel erreicht, aber da erscheint wieder der große Obermaß Azeroth. Was sprach denn dagegen, sich mal... Warum springe ich? Warum springe ich? Ich habe damit gerechnet, dass er seinen Laserbeam nach unten feuert. Oh nein, Game Over. Das war mein letztes Leben. Naja, ich habe ja noch Continuous. Wie viele habe ich? Noch ein Stück. Ja, Karte, ich weiß, ich bin in der letzten Stage angelangt. Du musst mir nicht zeigen, wo ich bin, wir wissen es. Jetzt habe ich aber zumindest wieder eine Chance, eine Goldrüstung aufzusammeln, weil ich jetzt halt wieder Schatzkisten aufsammeln kann. Und wie gesagt, von der Sichel lasse ich mal schön die Finger. Und von kleinen blauen Dämonen am besten auch. Komm mal aus der Wand raus, damit ich dich ausschalten kann. Ach, ich vermisse schon meinen aufgepimpten Bogen. Denn in seiner normalen Form ist er nicht besonders effektiv. Also nicht besonders stark. High Speed Sonic the Hedgehog kommt auf mich angerannt und reißt mir die Rüstung vom Leib. Komm, kill mich. Kill mich. Mach ein Skelett aus mir. Selbst wenn ich ein Skelett bin, ich bin immer noch fröhlich und munter. Hört ihr nicht, wie fröhlich und munter ich bin? Ich bin sehr fröhlich und sehr munter vor allem. Und nochmal der ganze Spaß, weil es so schön war, gleich nochmal. Das Messer! Ah, das Messer ist auch praktisch, aber ich möchte mir gleich meinen zielsuchenden Bogen wieder abholen. Von daher werden wir das Messer mal schön liegen lassen. Ja, ich weiß, es ist voll spannend, immer wieder auf diesen Vogelkopf einzudreschen, aber was soll ich machen? Was sein muss, muss sein, ne? Und kann ich das einsammeln? Natürlich nicht, das hängt genau an der Wand fest.
So, wieder ein Vogelkopf weniger und ein kleiner blauer Dämon, der mal wieder ganz hinterhältig auf mich zugeflogen kommt. Dieser Level ist zwar nicht sehr lang, aber da er keinen Checkpoint hat, ist es ziemlich bitter, wenn wir den Bosskampf verlieren und immer wieder von vorne anfangen müssen. Und da ist jetzt die Bronzerüstung drin, ich weiß es, yes! Roter Arima, du hast keine Chance gegen meine Übermacht! So, und noch eine Schatztruhe, die erscheint nämlich jedes Mal, wenn wir den Goldsack einsammeln. Und die goldene Rüstung ist mein, haha! Und der Schild ist auch mein. Ich nehme mal zumindest an, dass da wieder der Schild drin ist. Jo, es ist der Schild. Sagt man der Schild oder das Schild? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hört auf, eure Rotze nach mir zu feuern. Ich ertrage das nicht. Oh, das war haarscharf. Mal wieder. Ich sage ziemlich oft, das war haarscharf oder das war sehr knapp. Aber yeah, es ist halt so. Viele Momente in diesem Spiel sind haarscharf und verdammt knapp. Ha, schade. Ich habe vielleicht gedacht, das ist eine Truhe, aber leider nicht. Und ja, diesmal muss es doch klappen. Seht ihr uns an. Wir sind voll aufgepimpt. Wir haben einen blauen Schild. Die Geister können uns auch nicht aufhalten. Komm raus aus deiner Truhe, Mimik. Nein! Schon wieder! Oh, toll! Ich kann die Geister teilweise nicht sehen, weil ich nur mit 30 Frames aufnehmen kann. Deswegen sind sie teilweise unsichtbar. Es kommt mir schon so vor, als ob ich schon eine Viertelstunde aufnehmen würde, aber wir nehmen gerade mal 7 Minuten auf. Der Weg nach oben ist, wie gesagt, nicht besonders lang, aber er zieht sich. Und das wäre fast extrem schief gegangen. Und ich weiß schon wieder nicht, was ich sagen soll. Ja, ich klettere hier fröhlich hoch, ich schlachte fröhlich. Vogelköpfe ab! Diese Stelle ist nicht wirklich schwierig, sondern einfach nur umständlich. Ich kann nur hoffen, dass ich diesmal was reißen werde beim Endgegner. Wenn ich ihn nun mal erreichen würde wieder. So, aber jetzt kann ich aufatmen. Jetzt kommt nämlich meine Bronze-Rüstung zurück. Bronze, wieso Bronzong? Wie komme ich jetzt auf Pokémon? Egal. Und, roter Agrima, wo willst du denn hin? Wo willst du hin? Projektile, würdest du ihn bitte treffen? Würdest du ihn bitte treffen? Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Yep, er ist weg. Ein Glück. Wow, der war diesmal ziemlich aggressiv unterwegs. So, blauer Schild, komm raus. Wenn der blaue Schild mich wenigstens vor den Geistern schützen würde, aber nee, tut er nicht. So schnell ein... Oh mein Gott, der Bogen kann sich mal wieder nicht entscheiden, in welche Richtung er jetzt fliegen möchte. So viele Möglichkeiten hast du nicht, das sind nur zwei Gegner. Jetzt nur noch einer. Oh, bitte, hör auf, mich voll zu rotzen. Ich kann das nicht ertragen. Wie unhygienisch das ist, also echt mal. Komm raus, Mimik! Ja, ich gehe mal lieber wieder nach unten. Gegner ausschalten. Jetzt. Oh, verdammt, wieder ein Gegner. So viele Geister. So viele Geister. So viele. Oh, der ist mal wieder aus dem Nichts aufgetaucht. Ich konnte ihn vorher nicht sehen. Genauso wenig wie den da. Okay, warum gucke ich nicht einfach auf mein Wii U-Pad? Auf dem Wii U-Pad habe ich 60 Frames pro Sekunde. Warum gucke ich also auf den gottverdammten PC-Monitor? Trollo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 l, macht das keinen Spaß. Zack, 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 wieder Messer und wisst ihr was, damit das jetzt nicht ganz so langweilig ist, werde ich das ein bisschen für euch beschleunigen, zumindest bis zu dem Punkt, wenn ich wieder in dem Geisterraum bin. Also, bis dann!
So, da wären wir also wieder an dem Geisterraum angekommen. Und diesmal werde ich auch mal ein Wii U-Pad gucken. Ja, ich spiele das Spiel auf der Wii U. Ich habe es mir über die Virtual Console runtergeladen. Und siehe an, schon kann ich alle Gegner sehen. Okay, der Sprung hat nicht ganz geklappt. Außerdem ist er wieder so doofer Mimik. Wenn ich den wenigstens mal eben ausschalten könnte, aber ich komme ja kaum dazu. Warum? Ich habe ihn doch getroffen! Warum funktioniert das nicht? Ah, jetzt auf einmal ist er ausgeschaltet. Toll! Jetzt, wo ich wieder in Unterbuchs dastehe. Aber wenigstens kann ich den Endgegner nochmal herausfordern. Aber mit einem Treffer, das wird nicht gerade leicht. Oh nein. Und da ist er wieder. Ganz groß, ganz böse, ganz mächtig. Ah, Laser. Warum schießt du Laser? Oh, oh, komm, er hat mich nicht berührt! Das Ding hat mich nicht berührt! Ja, anscheinend hat es mich schon berührt, sonst hätte ich nicht ein Leben verloren. Aber meine Güte, ist das pingelig. Richtig extrem pingelig. Boah, wir nehmen gerade mal 13 Minuten auf und es fühlt sich so an, als ob ich schon 2 Stunden hier am Verrecken bin. Truhe, würdest du bitte rauskommen? Dankeschön. Ach ja, es wäre alles so locker, so einfach, so locker fluffig, wenn nicht dieser elende Geisterraum wäre. Und vielleicht der Raum mit den 2 Vogelköpfen, aber das ist immer noch eine Glückssache. Und danke, wie gnädig, ich habe ein Leben bekommen. Ich kann nur sagen, ein Glück, dass hier Goldsäcke rumliegen, denn sonst würden mir wahrscheinlich irgendwann die Continues ausgehen. Und eigentlich hätte ich das Ganze ja wieder beschleunigen können, aber ich glaube, wenn das jetzt immer so wäre, dann wären wir nur noch hier am Beschleunigen und das wäre, glaube ich, nicht so ein Zweck der Sache. Bronzerüstung, komm her, ich möchte dich anlegen und den roten Arima die Hölle heiß machen. Du bist noch da, jetzt nicht mehr, haha. Und ich brauche den Inhalt eigentlich nicht. Wobei, ja doch, nehmen wir die Goldrüstung trotzdem mit. Es wäre natürlich sehr elegant, wenn wir den letzten Gegner in der Goldrüstung besiegen könnten. Aber das ist, glaube ich, zu viel Wunschdenken meinerseits. Oh nein, nein, nicht schon wieder! Verdammte Hundekacke! Hundekacke, Vogelkacke, Katzenkacke, Kacke einfach, einfach Kacke! Mensch Leute, das macht so keinen Spaß! So, vielleicht kann ich mir hier noch eine neue Rüstung holen. In der Truhe hier hinten. Oh, das ist einmal wieder viel zu knapp. Das ist mir alles immer viel zu knapp. Nee, ist natürlich ein Magier, der mich zum Glück nicht verwandelt hat. Zumindest den Mimik konnte ich ausschalten. Und schnell hier hoch. Verdammt, ich kann nicht im Sprung die Leiter hochklettern. Jetzt aber Doppelsprung und elegant ausgewichen. Oh, Leute, ich würde so gerne hier ein Safe State setzen. Da ich das auf der Wii U spiele, kann ich ja ein Safe State setzen, aber das ist natürlich nicht so nur ein Zweck der ganzen Sache, ne? Man sollte das Spiel schon auch so durchspielen, wie die Programmierer es vorgesehen haben. Ach, jetzt feuerst du deinen Laser nach oben. Jetzt muss ich mich ducke. Du bist auch lustig, Astaroth. Oh nein, er kommt mir zu nah, viel zu nah.
Und verzeiht mir bitte, wenn mein Kommentar während dieses Bosskampfs ein bisschen hölzern ist, aber ich muss mich echt konzentrieren. Und er explodiert! Wir haben es geschafft! Ja, von wegen, da kommt noch einer! Darf ich vorstellen, das ist Nebirod! Seinem Laser kann man aber wesentlich leichter ausweichen, auch wenn er riesengroß ist. Aber wir dürfen auch nicht unsere Zeit aus dem Auge verlieren, denn wir haben nur noch ein bisschen mehr als eine Minute. Aber wenn er jetzt so stehen bleiben würde, dann könnte ich ihn leicht besiegen. Würdest du so stehen bleiben, Nebirov? Bitte? Nein, du sollst doch da stehen bleiben! Böser Junge! Komm wieder her! Komm schon, ich habe nur noch 50 Sekunden! Und explodiert! Ich sehe es! Oh yeah! Letzter Schlüssel und... Haben wir es geschafft? Und? Da ist die Prinzessin. Prinzessin Prinprin. Haben wir es geschafft? Oh, Arthur! I'm so glad you came to help me, but not even you can defeat that fiend Sardius without the goddess bracelet. Madame Primprim, wie wär's, wenn Sie es wäre toll, wenn Sie ein bisschen schneller sprechen würden, denn ich stehe hier gerade in Unterhose und das ist nicht gerade, aber egal. I once wore the bracelet and that's why I was attacked and captured by the demons. I barely managed to hide it on the way here. Please, Arthur, come back here with the bracelet and release me. You are my only hope. Diese Worte gefallen mir gar nicht und der ein oder andere wird es vielleicht vermutet haben. Yep! Dieses Stage kommt uns doch sehr bekannt vor, nicht wahr? Das ist, weil wir das ganze Spiel jetzt nochmal durchspielen müssen. Das ist Tradition in der Ghouls'n Ghosts-Serie. Man darf jeden Teil zweimal durchspielen, um das wahre Ende zu erreichen. Und wie Prinzessin Prinprin vorhin gesagt hat, müssen wir den Göttinnen-Armrei finden. Nur mit diesem können wir den letzten Endgegner besiegen, den wir natürlich noch nicht gesehen haben. Dafür müssen wir jetzt das ganze Spiel nochmal durchspielen und das... Ja, das wird ein Spaß. Vor allem, weil der Schwierigkeitsgrad noch mal ein Stückchen anzieht. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Nein, ich habe in diesem Part genug gelitten. Ich werde mein Wii U-Pad erstmal zur Seite legen und bedanke mich noch fürs Zuschauen, bevor ich mich jetzt erstmal ausklinken werde und mir eine kleine Pause gönne. Das war nämlich ziemlich viel Aufregung. Nun denn, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, auf jeden Fall. Schreibt mir doch einen Kommentar. Wie wär's, wenn ihr mal so sagt, was ist so das Spiel, was ihr bisher so am schwierigsten fandet in eurer Zockerkarriere. Welches Spiel ist euer Nummer 1 Kandidat, wenn es um hohen Schwierigkeitsgrad geht? Das wäre mal eine Sache, die mich interessieren würde. Nun denn, das war's für heute. Wir sehen uns wieder, auf jeden Fall, beim zweiten Durchlauf von Super Ghouls'n Ghosts. Tschüss, Leute!